Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox. Und heute kommen wir zu einem neuen Video. Und heute wird es kein normales Video. Heute wird es eher ein Speedbuild werden. Und daraus mache ich auch ein kleines Gewinnspiel. Ich habe mich noch nicht um die Preise gekümmert, was es zu gewinnen gibt. Das werde ich aber wahrscheinlich in Robux machen. Das heißt, die Leute werden Robux von mir bekommen. Es gibt aber nur drei Plätze. Den dritten, zweiten und ersten Platz. Es funktioniert wie ein Voting, das im Discord stattfindet. Das werde ich auch schon mal sagen. Und darum werden sich wahrscheinlich dann meine Mods kümmern, die dann einen Channel erstellen. Und ja, ihr könnt es dort einsenden. Was müsst ihr einsenden? Ihr müsst eine RBXL-Datei einsenden. Die könnt ihr erstellen, wenn ihr zum Beispiel euer gebautes hier auf der rechten Seite in ein Model am besten reinpackt und rechte Maustaste und Save to File macht. Dann sendet ihr gleichzeitig die Datei ein, plus ein Screenshot von eurem Gebauten, was ihr gemacht habt. Jetzt kommen wir zur Stellung dieser Aufgabe. Das heißt, ihr müsst mit einem einzigen Part etwas bauen. Ganz einfach. Viele sagen immer, Roblox Studio ist zu schwer, bla bla bla. Nein, es ist nicht schwer. Man muss so die Motivation haben, um sowas zu erstellen. Und wie kriegt man am besten die Motivation hin? Indem man natürlich auch ein Gewinnspiel macht. Seid motiviert, versucht was zu machen. Ich sag schon mal so viel. Toolbox, sobald eine Sache aus der Toolbox drin ist, fliegt es raus und es wird nicht bewertet. Baut bitte alles in Roblox Studio mit einem einzigen Part. Und jetzt kommen wir noch zur nächsten Sache. Keine Mesh-Parts. Nur dieser eine einzige Part, den ich hier zum Beispiel habe, und diese drei weiteren Parts. Daraus müsst ihr eine Sache bauen. Und zwar eine Weihnachtsszene. Eine Szene, die halt, ja, Schnee beinhaltet, vielleicht so einen kleinen Wald oder sonstiges. Das ist euch komplett überlassen. Bedenkt bitte, ihr habt bis zum 20. Dezember Zeit. Und am 20. Dezember darf eingesendet werden. Keine zwei Tage später oder einen Tag später. Am 20. Und am 24. werde ich daraus nochmal ein Video machen, wo ich mir die Sachen nochmal angucke und das Voting so gesagt beendet ist. Voten, voten, voten. Ganz, ganz einfach. Ich werde dazu aber am 20. auch nochmal ein Video machen, wie das ganze Voting-System funktioniert. Das heißt, es wird ein extra Channel erstellt, dort packt ihr dann die RBXL-Datei rein und ein Screenshot. Fertig. Ihr werdet eine Zeit darauf versehen, was ich baue, innerhalb von, ja, ihr habt so viel Zeit, wie es eigentlich geht. Und ja, ihr werdet es eine Zeit darauf versehen. Ich weiß nicht, ob es gut wird, keine Ahnung, ich probiere es mal aus. Bevor ich es noch vergesse zu erwähnen, ihr dürft natürlich die Parts und sowas duplizieren. Aber ich möchte halt, dass es alles aus einem Part entsteht und nicht oben wieder draufgeklickt wird und nochmal ein Part reinladet. Nein, macht alles aus einem einzigen Part.
Thank you.
Thank you.
So, damit wären wir fertig. Also ich habe jetzt ungefähr 1,5 Stunden für alles gebraucht. Es zieht sich halt extrem, muss man sagen. Und wie man gesehen hat, ich habe alles in Parts gebaut. Ich habe natürlich auch viele Unions erstellt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Es würde mich freuen, wenn viele Leute da was einschicken und eine winterliche oder besser gesagt weihnachtliche Atmosphäre schaffen. Einfach gerne einsenden. Und ja, ich werde das alles bewerten, so wie andere Leute es auch bewerten werden. Und ich werde dazu demnächst nochmal ein kleines Video machen, wie ihr das Ganze dann einschickt. Dann fängt mal schön an zu bauen und ich würde dann sagen, bis demnächst, euer Xerox. Ciao, ciao. Und noch eine Sache, ihr dürft natürlich auch Plugins nutzen, die euch ein bisschen weiterhelfen.